Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Oh, ja, und damit hallo und herzlich willkommen. War Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. So, damit aber hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Trine 2. Ich habe mir den Tequila geschnappt und nachdem ich ja auch schon Trine 1 Let's Played habe, ja, darf Trine 2 natürlich nicht fehlen und diesmal im Koop-Modus. Hallo! Hi! So, und ich denke mal, jetzt können wir starten. Jetzt labert er nicht mehr. Richtig. Hammer geil. Amadeus der Zauberer schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Man merkt direkt, die Grafik ist viel schöner geworden. Die ist echt edel. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Was ist denn? Wer ist da? What the? Okay. Geh aus. Gut, dass wir hier nicht doppelt sind. Ui. Nee, das willst du dir ein. Dann wollen wir weiterlaufen. So, ihr seht, klingt aus meiner Perspektive. Okay, wir haben die gleiche Perspektive, aber egal. Hammer geil. Grafik ist echt schön. Wow. Das ist... What the, wie geil. Wow. Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Mir runtergefallen. Hammer geil! Hammer geil! Woo! Wah! Yeah! Oh. Fang! Ja, selbst... Au! Warte. Ah! Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. LOL! Ich kann ihn bewegen. Hallo! Yay! Da leuchtet was, ich will da hoch. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Nein. Oh mein, geil. Kannst du es auch so machen. Das ist vielleicht einfacher. Da oben ist was. So. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Der Trine. Wo bist du denn? Was? Ich weiß es nicht. Hey, Pontius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht.
Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. Jetzt spielen wir wahrscheinlich ihn. Ja. An dem Abend beide. Zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Oh Mann. Yay. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Wow, was geht denn? Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Hammer geil. Ui. Wow. Wow. Sieht gefährlich aus. Da kommt eine Ranke. Da kommen Fahrranken. Verflixtes Unkraut. Euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Pusteblumen? Was für Drogen wir genommen haben, dass wir alles doppelt sind. Der Trine! Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Okay. Cool. Ja, noch sind die Rätsel natürlich einfach, aber das wird ja auch schwerer. Whee! Das ist lustig. Das ist richtig Ash von LOL. Alter, kommt da jetzt hoch. In Teil 1 war das leichter. Komm weg da. Ha! Oh Mann. Kommen wir doch runter? Enterhaken nutzen. Oh. Fail. Zoja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Wie sieht die denn aus? Ah. So. Wow. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Du hast auch deinen Spaß, wa? Ja, klar. Man muss ja mal ein bisschen rumschwinken, ne? An irgendwas erinnert mich das auch gerade. LOL. Nee. So mit den Rumgeschwinge hier. Ach so, genau, an Just Cause, ey. Ach so. So richtig schön mit dem Enderhaken die ganze Zeit. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute.
Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Ich bin mal gespannt, wen wir jetzt eigentlich spielen. Ich denke mal, das können wir es auch aussuchen, oder? Ja, einer muss ja dann immer irgendwie weg sein. Ja. Sehr schöner Stil. Grafikstil. Ja. Lass das Abenteuer beginnen! Hammer geil! Wir können wechseln. Hast du wieder jetzt jeden spielen oder nur. Ja, achso. Kannst du auch heraus. Soja noch spielen? Nicht jetzt. Achso, okay. Boah. Das ist ja praktisch. Aua! Au! Ja. Achtung, kommt was. Oh oh. Ah, ein Checkpoint. Den kenne ich auch noch aus Child 1. Du, was bist du denn? Oh. Checkpoint? Nee, keine Ahnung, was das war. Ah, und das scheint unser erstes Rätsel zu sein. Ich kann mit dem Zauberer auf jeden Fall das da oben bewegen. Oh, guck mal, die Wassereffekte. Da wächst was. Das war jetzt das Rätsel. Hammergeil. Oh. Ah. Hammer geil. Hui. Nein. Du failst aber auch ganz schön. Oder höher springen. Nö. So. Ich schätze, muss man hier jetzt Wasser reinlaufen lassen, ne? Ja. Hammer geil. Ui. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Ja, sicher. Bestimmt. Schwer. Ja. Oh, Hammer. Fuck. Hammer geil. Wow. Ah. Check mal rein. Oh, gleich mal hinterher springen. Ja, sicher. Mann, ich mach hier die ganze Arbeit. Du bist ja nur die Ische. Wir wohl gegen die kämpfen müssen. Hol deinen Piekser. Wir kochen den großen Dicken. An! Oh, Kobolde. Uah. Hammer geil. Ah, wo wir gerade schon mal Gegner haben. Das kann man direkt mal sagen. In Trine 2 soll es keine Skelette geben. Das hat ja mich im ersten Teil so genervt. Ja. Vielleicht sind wir dafür hier? Kobolde. Keine Ahnung, ich hab's nie geguckt. Kann ich ja nicht sehr schade. Unkomplizierte Aufgabe. So genervt. Ich mag sowas. Ich nicht. Ja, wenn du keinen anderen nimmst, dann spiel ich halt bei. Danke. Die ist ja fast down, die Ische. Nee, lebt doch. Hammer.